Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Pay2Lose und begrüße euch zu meinem Video. Die letzte Nuzlocke Challenge war etwas durchwachsener und anstrengender, hat aber Spaß gemacht. Diese Challenge wird ebenfalls wieder eine Generation Lock mit dem Unterschied, diesmal dürfen nur Pokémon der ersten Generation verwendet werden. Muss sich ein Pokémon noch zu einem aus der ersten Generation entwickeln, wie zum Beispiel ein Baby-Pokémon, darf es im Kampf nicht genutzt werden, bis es sich entwickelt hat. Pokémon Kristall bietet sich für so einen Run an, da a. viele Pokémon der ersten Generation gefunden werden können und b. man in der Kristall-Edition auch schon früh an Entwicklungssteine kommt. Man muss also nicht warten, bis man nach Prismania City kann bzw. zu Bills Großvater und ihm verschiedene Pokémon zeigen. Die genauen Regeln für den Run findet ihr in der Infobox, aber in kurz. Nur das erste Pokémon auf einer Route darf gefangen werden, Set-Mode, nicht höher leveln als das Ass des nächsten Arena-Leiters oder der Top 4, keine Glitches oder Exploits und keine Items im Kampf, nur getragene Items sind erlaubt. Zusätzlich nutze ich die Spezies-Klausel und der Run beginnt erst ab dem Punkt, wo man Pokébälle erhält. Das Starter-Pokémon, was wir wählen, ist in dem Sinne egal, aber es bestimmt halt das Pokémon, was unser Rivale hat. Eigentlich hätte ich auch direkt eines der Pokémon hier mit einem Pokémon aus Kanto wie Radfratz oder Taubsi ersetzen können, aber vielleicht beim nächsten Mal. Ich wähle Kanimani aus, da der Rivale so in Divi erhält. Nur der Kampf in Azalea City ist erwähnenswert gegen unseren Rivalen und ich glaube, Lorbat ist hier die größere Herausforderung. Nachdem die Pokébälle in der Tasche sind, beginnt der Run und das eigentliche Starter-Pokémon kann gefangen werden. Auf Route 29 begegnen wir einem Radfratz. Radfratz ist für den Beginn des Spiels ein super Pokémon. Auf Angriffe vom Typ Normal bekommt es den Same-Type-Attack-Bonus und lernt früh Hyperzahn, was einfach eine enorm starke Attacke ist. Gegen Ende des Spiels bekommt es in der Regel Probleme mit den voll entwickelten Pokémon, aber bis dahin wird es uns gute Dienste leisten. Gefangen und Ratte genannt, kann Kanimani in die Box. Nördlich auf Route 46 finden wir einen Kleinstein. Kleinstein ist ebenfalls ein sehr gutes Pokémon und ist vor allem eine große Hilfe für den ersten Arena-Leiter. Zusätzlich ist es auch fast ein automatischer Sieg für die zweite Arena gegen die Käfer-Pokémon und gegen die dritte Arena gegen das Miltank hilft es auch sehr gut. Gefangen erhält es den Spitznamen Kiesel und wird ein fester Bestandteil des Teams sein. Vor Viola City auf Route 31 begegnen wir einem Knofenser. Knofenser ist eine Riesenhilfe für die Wanderer im Einheitstunnel und in der Kristalledition kann es auch recht früh zu Satzenia entwickelt werden. Das einzige Problem ist, dass es Rasierblatt seinen wohl stärksten Angriff oder besten Angriff vom Typ Pflanze erst auf Level 42 erlernt und wir somit schon in der Top 4 sind. Bis dahin hieß es dann Rankenhieb nutzen und der haut aber an gewissen Punkt wirklich niemand mehr aus den Socken. Es wird Gefangen und Blume genannt, nachdem ich eingesehen habe, dass ich für andere Namen zu wenig Zeichen habe und kommt erstmal ins Team. Auf Route 30 wird ein Taubsi gefangen. Nüchtern betrachtet ist Taubsi okay, würde ich sagen, aber durch die erste Generation ist es halt für mich mit einem enormen Maß an Nostalgie verbunden. Als Tauboss ist es schnell, hat recht gute Werte und wir brauchen sowieso einen Flieger. Eventuell schaffe ich es diesmal, die TM für Rückkehr zu holen. Es erhält den Spitznamen Taube und tritt dem Team bei. In der Dunkelhöhle fangen wir uns ein Zubat. Zubat darf ich benutzen, genauso wie Golbat, aber ich darf es nicht zu X-Bat entwickeln. Da mich X-Bat im letzten Run nicht so überzeugt hat, möchte ich ehrlich gesagt auch nicht Golbat im Team haben, aber fürs Erste bleibt Fledermaus im Team. Eine letzte Begegnung ist noch offen. Im Knofenserturm in Viola City können nachts Nebulax gefangen werden. Am Anfang des Spiels ist es etwas schwer zu trainieren, aber als Gengar kann es mit seinem hohen Spezialangriffswert die Elementarhiebe nutzen und ist sehr schnell. Hypnose ist nicht gerade akkurat, aber kann am Anfang auch schon die ein oder andere Hilfe sein. Geist genannt ist es aktuell das sechste Teammitglied. Damit bleibt nur noch Falk der erste Arena-Leiter. Lehmschelle von seinem Tauboga ist noch immer nervig. Die Strategie wird es hier sein, die 10 AP von Lehmschelle aufbrauchen zu lassen, indem immer wieder zwischen Kiesel und Taube gewechselt wird. Kiesel ist hierfür ideal, da er eine hohe physische Verteidigung hat und wir haben genug Bären für alle dabei. Der Kampf beginnt mit Ratte gegen Taubsi. Ratte setzt Ruckzuckhieb ein, was ca. 25% an Schaden anrichtet. Das gegnerische Taubsi revanchiert sich mit einem Tackle, der genau 5 KP abzieht. Der nächste Ruckzuckhieb von Ratte bringt Taubsi in den unteren gelben Bereich. Eventuell reichen ja doch 3 Angriffe aus, um es zu besiegen. Taubsi greift weiterhin mit Tackle an und der nächste Ruckzuckhieb besiegt den kleinen Vogel. Damit ist Platz für den größeren Vogel Tauboga. Ratte wird auf jeden Fall einen Angriff überleben und wird daher nicht ausgewechselt.
Stattdessen schwächt es Tauburgas Verteidigung mit einem Rutenschlag, doch wird zuvor von einem Windstoß getroffen. Die getragene Beere von Ratta aktiviert sich, womit es noch einen Rutenschlag einsetzen kann, ohne zu sterben. Es überrascht mich etwas, aber anscheinend haben Tauburga und Ratta einen Speedteil, da jetzt Ratta zuerst an der Reihe ist. Damit ist die Verteidigung von Tauburga um 2 Level gesunken. Nach einem weiteren Windstoß von Tauburga wird Ratta gegen Kiesel gewechselt. Kiesel bekommt 3 Schaden von Windstoß und sorgt dafür, dass Tauburga Lehmschelle einsetzen wird, wodurch Taube eingewechselt werden kann, die gegen Lehmschelle immun ist. Danach wird wieder auf Kiesel gewechselt, der dann einen Windstoß einstecken muss und das Ganze geht dann so weiter, bis die 10 AP von Lehmschelle aufgebraucht sind. Ich lasse das alles mal schneller abspielen, da es doch ein wenig Zeit dauert und Kiesel sich zwischenzeitlich auch mit der Beere heilen muss. Aber nach der 10. Lehmschelle kann es dann losgehen. Ich lasse Taube im Kampf, da es so noch 2 Angriffe abgeben kann und kann dann noch immer auf Kiesel wechseln. Manchmal wundert es mich doch, was Pokémon für Werte haben. Ich bin der Meinung, dass Taubsi schneller ist als Ratzfratz, aber daher das Tauburga schneller ist als Taube, wird Taube wohl nicht schneller sein als Ratzfratz. Unterm Strich, Tauburga ist schneller als Taube und greift mit Windstoß an, genau wie Taube. Nach einer weiteren Runde von Windstößen gelangt Taube in den gelben Bereich und bringt im Gegenzug Tauburga ebenfalls in den gelben Bereich. Doch im Gegensatz zu Falk sind wir ein guter Pokémon-Trainer und haben Taube mit einer Beere ausgerüstet, die es ist, wodurch es die Oberhand gewinnt. Taube wehrt einen letzten Windstoß von Tauburga ab und trifft damit dem eigenen kritisch. Tja, damit hätte ich mir die ganze Tauscherei auch sparen können, wie es aussieht. Der erste Orden ist in der Tasche und damit geht es weiter nach Azalea City. Tatsächlich passiert nicht so viel auf dem Weg nach Azalea City und wir haben wenig neue Begegnungen. Was wir aber machen, wir holen die Angel und angeln uns in Viola City ein Carpador. Garados ist an sich noch immer ein starkes Pokémon, allerdings hat es durch die Teilung des Spezialwerts der ersten Generation in Spezialangriff und Spezialverteidigung in der zweiten Generation eine Art kleinen Nerf bekommen. Gefangen und Shrimp genannt, kommt es in die Box. Danach kommt das Übliche. Mit der Hilfe von Kurt gelangen wir in den Fleckmon-Brunnen und müssen das böse Team Rocket davon abhalten, den Fleckmons die Routen zu klauen. Wie eigentlich immer bereitet dieser Abschnitt keine Probleme und damit bleibt nur noch die Arena. Doch bevor wir die Arena auseinandernehmen, geht es zurück in den Fleckmon-Brunnen, um ein Fleckmon zu fangen. Als Thema für die Spitznamen in diesem Run habe ich die Tiere gewählt, auf denen die letzte Entwicklungsstufe des Pokémons basiert, falls es noch niemandem aufgefallen ist. Laut PokeWiki ist es bei Lamus tatsächlich ein Nilpferd. Zugegeben, hier und da sehe ich eine gewisse Ähnlichkeit, aber naja. Nilpferd kommt in die Box, auch wenn Wasserpsycho eine... Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Kiesel vergiftet wird, wogegen es mit einer Beere ausgerüstet wird und dass Steinwurf gegen Sichlor 5-mal in Folge daneben geht, was zwar möglich, aber statistisch gesehen eher unwahrscheinlich ist. Der Kampf beginnt mit Kiesel gegen Safcon. Safcon, die eingepuppte Raupe, die sich eigentlich nicht bewegen kann, ist natürlich schneller als ein fliegender Stein und setzt Härtner ein. Kiesel trifft mit seinem Steinwurf, allerdings ist es dank des Härtners kein One-Hit-KO mehr. Safcon Gonzales setzt einen weiteren Härtner ein und Kiesel verfehlt mit einem Steinwurf. Safcon McQueen entscheidet sich dann für Tackle, der einen ganzen Schadenspunkt abzieht und Kiesel besiegt Safcon mit einem weiteren Steinwurf. Danach ist Kokuna an der Reihe, was durch sein aerodynamisches Design bestimmt auch schneller ist als Kiesel. Die Vermutung scheint zu stimmen, da Kokuna ebenfalls als erstes einen Härtner einsetzt. Kiesel setzt Intensität ein, da es akkurater ist als Steinwurf, legt aber nur Stärke 4 hin. Ich bin zwar nicht böse, aber enttäuscht, da ich weiß, dass Kiesel das besser kann. Raketen-Kokuna setzt Giftstachel ein, was ebenfalls einen Schadenspunkt abzieht und nicht vergiftet. Kiesel hat sich meine Worte zu Herzen genommen und besiegt Kokuna mit einer Intensität Stärke 10. Ich wusste doch, dass er es kann. Damit bleibt nur noch Kais Ass, sein Sichlor. Dass Sichlor schneller ist als Kiesel, sehe ich hier tatsächlich ein. Zornklinge richtet 4 Schaden an, der sich summieren könnte. Allerdings kommt es nicht dazu, da Kiesel Kais letztes Pokémon mit einem vierfach effektiven Steinwurf besiegt. Damit gesellt sich der zweite Orden neben den ersten und es geht weiter nach Dukatia City. Der meiner Meinung nach schwierigste Kampf gegen unseren Rivalen im Spiel steht an. So früh im Spiel kann sein Lorblatt recht gefährlich werden, da kritische Treffer von Rasierblatt immer böse sind und es recht bulky ist und zu sich noch Reflektor kann. Der Kampf beginnt mit Kiesel gegen Nebulak. Trotz des Levelunterschieds ist Nebulak schneller und verfehlt zum Glück mit Hypnose.
Eine Intensität von Kiesel ist intensiv genug und besiegt den Gasball. Als nächstes schickt der Rivale sein Lorblatt in den Kampf. Kiesel muss gewechselt werden, da Papier ansonsten Stein besiegt. Ich entscheide mich für Geist, da es resistent gegenüber Pflanzenangriffen ist. Ein Rasierblatt trifft für 8 Schaden, was zwar nicht viel ist, aber ein kritischer Treffer wäre dennoch böse. Geist ist schneller als Lorblatt und trifft mit Hypnose, was Lorblatt einschlafen lässt. Etwas risky von mir, allerdings entscheide ich mich dazu, Geist Fluch einsetzen zu lassen, was ihn auf nur noch 12 KP bringt und Lorblatt jede Runde Leben kostet. Ein Rasierblatt hätte Geist überlebt, aber keinen kritischen Treffer. Zum Glück schläft Lorblatt einfach weiter. Danach wechsle ich Taube ein, Lorblatt wacht auf und greift mit Rasierblatt an. Taube ist ebenfalls resistent gegenüber Pflanzenangriffen und überlebt auch ohne weiteres einen kritischen Treffer. Fluch fordert weiterhin Leben von Lorblatt. Lorblatt ist schneller als Taube und schützt sich mit Reflektor. Das hätte den Kampf in die Länge ziehen und für uns etwas unglücklich ausgehen lassen können, aber somit bin ich noch glücklicher, dass Nebulak mit Fluch durchgekommen ist. Nach dem Reflektor hätte ich wohl 4-5 Windstöße gebraucht, um Lorblatt zu besiegen. Dank Fluch reicht hier noch ein Ruckzuckhieb und Lorblatt ist besiegt, womit nur noch das Zubat unseres Rivalen übrig bleibt. Taube bleibt erstmal im Kampf, da Zubat eigentlich keine besonders hohen Werte hat und eigentlich keinen großen Schaden anrichten kann. Zubat ist allerdings schneller als Taube, aber verfehlt mit Superschall. Ein kritischer Treffer mit Windstoß von Taube schickt Zubat in den gelben Bereich der KP. Ich hoffe auf einen weiteren kritischen Treffer und lasse Taube mit Ruckzuckhieb angreifen, womit es als erstes an der Reihe ist. Leider kein kritischer Treffer und ich unterschätze irgendwie immer wieder die Schadensreduktion von Reflektor, da der Schaden hier doch weniger ist, als ich gedacht hätte. Zubat beißt munter in Taube, die sich davon jedoch nicht beeindrucken lässt und nicht zurückschreckt. Windstoß bringt Zubat in den roten Bereich seiner KP und noch ein letzter Ruckzuckhieb und damit ist Zubat und unser Rivale besiegt. Der Weg in den Steineichenwald ist frei. Im Steineichenwald treffen wir ein Enton. Auch wenn ich Enten mag, ist Entoron in meinen Augen in Generation 2 leider nicht gut. Konfusion ohne Step reicht einfach nicht aus für die Top 4 und Psychokinese bekommen wir leider erst viel zu spät im Spiel. Enton wird Ente genannt und kommt in die Box. Während ich durch meinen Ordner mit den Aufzeichnungen schaue, sehe ich, dass ich wohl einige davon falsch eingeordnet habe, was auch erklärt, wieso wir von Viola City nach Azalea City so wenig Begegnungen hatten. Die holen wir dann wohl jetzt nach. Auf Route 33, direkt nach dem Einheitstunnel, fangen wir einen Habitak. Habitak ist auch ein cooles Pokémon und es lernt im Gegensatz zu Taubos Bohrschnabel, der stärker ist als Flügelschlag. Allerdings haben wir schon Taube und damit ist Habitak nicht so wichtig. Habicht wandert also in die Box. Im Einheitstunnel treffen wir auf ein Onix und diesmal, nicht so wie im letzten Run, lässt es sich fangen. Onix ist schnell und hat eine sehr gute Verteidigung, allerdings einen genauso schlechten Angriff und auch sehr schlechte Level-Up-Moves. Damit bleibt Felsnatter wohl in der Box. Vor dem Einheitstunnel auf Route 32 treffen wir auf ein Rattan und fangen es. Arbok ist eigentlich ein cooles Pokémon. Es ist schnell und hat einen hohen Angriffswert. Seine Level-Up-Moves sind eher Müll, aber es kann Matschbombe und Erdbeben erlernen durch die TMs. Hätte ich mit der TM für Erdbeben nicht etwas anderes vor, würde Arbok ins Team kommen. So landet Cobra in der Box. Auf Route 34 ist es endlich soweit und wir finden ein Abra. Geist lernt die Attacke Horrorblick und es ist schneller als Abra, wodurch es nicht mehr abhauen kann. Dadurch lässt es sich bequem fangen. Abra bzw. Kadabra macht den Arenaleiter Jens damit ziemlich trivial. Für Bianca ist es nicht so gut zu gebrauchen, daher kommt Fuchs erstmal in die Box. In der Pension von Dukatia City bzw. vor Dukatia City bekommt man im Pokémon-Kristall ein Ei geschenkt, in dem eines von 7 verschiedenen Pokémon sein kann. Ich hoffe hier auf ein Pichu, ein Elekid oder ein Magby. Nachdem wir, wie ein Mensch, der vollkommen bei Sinnen ist, immer und immer wieder durch die Stadt und zurückgelaufen sind, schlüpft etwas aus dem Ei. Es ist ein Magby, was eine super Ergänzung für das Team ist. Feuer-Pokémon sind, wie in fast jedem Pokémon-Spiel, ziemlich rar und Magma beherrscht starke Angriffe. Es erhält den Spitznamen Lava, da Magma wohl darauf basiert und ersetzt Fledermaus im Team. Auf Route 35 schütteln wir ein paar Bäumchen und es fällt ein Owei herunter. Kokowai ist ein Pokémon, das ich nicht so häufig benutzt habe, aber Pflanze-Psycho ist eine seltene Kombination. Von den Werten her hält es einiges aus und es kann dem Team super helfen mit Egelsamen und Schlafpuder.
Gegen Bianca wird es eine große Hilfe sein und Palme ersetzt Pflanze im Team. Alle Pokémon werden noch auf das Level Cap von 20 trainiert, wodurch sich Taube zu Tauboga entwickelt und Ratte zu Radikal. Bianca und vor allem ihr Miltank kennt jeder, der jemals Pokémon gespielt hat. Selbst in normalen Runs kann die Kuh einfach nur böse sein, da man zu Beginn wenig gegen Walzer ausrichten kann. Dazu kann sich das Pokémon noch heilen und mit Anziehung die eigenen Pokémon am Angriff hindern. Diesmal sollte es aber keine Probleme geben. Der Kampf beginnt mit Taube gegen Pipi. Taube setzt einen Windstoß ein für ca. 30% an Schaden und Pipi hingegen setzt ihren Signature Move Metronom ein. Hoffentlich kommt dabei nichts Brauchbares raus. Agilität ist okay, auch wenn Pipi dann noch schneller ist als Taube, was ein zusätzliches Metronom zulässt. Aber so wie es aussieht, habe ich die Geschwindigkeit von Pipi überschätzt. Und es ist langsamer als gedacht, denn selbst nach der Agilität ist Taube immer noch schneller. Ein weiterer Windstoß bringt Pipi in den roten Bereich der Kraftpunkte, während Pipi ein weiteres Metronom einsetzt. Diesmal wird Metronom zu Flammenrad. Pipis Spezialangriff ist aber nicht sehr hoch, wodurch der Schaden bei 11 KP bleibt und Taube keine Verbrennung erleidet. Zu früh gefreut, anscheinend sind Taube und Pipi jetzt doch gleich schnell und diesmal ist Pipi zuerst an der Reihe mit einem weiteren Metronom. Metronom wird zu Nachtnebel, wogegen Taube immun ist. Etwas Besseres hätte kaum bei Metronom herauskommen können und Pipi wird mit einem letzten Windstoß besiegt. Daraufhin erscheint die Kuh aus der Hölle in der Arena, die ich diesmal nicht unterschätzen werde. Direkt wird auf Palme gewechselt und Miltank setzt Walzer ein. Die angedutschten Eier sind härter als gedacht und erleiden nur 6 KP an Schaden. Wäre Hypnose genauer, könnte man so den Walzer unterbrechen, aber so entscheide ich mich für Egelsamen. Nicht nur erleidet Miltank dadurch konstanten Schaden jede Runde, sondern das aktive Pokémon von mir wird auch geheilt. Walzer gewinnt weiter an Stärke, aber Palme sollte noch einen weiteren aushalten, um einen Reflektor einsetzen zu können. Gesagt, getan und der nächste Walzer lässt Palme mit 15 KP zurück. Ein kritischer Treffer wäre hier tödlich gewesen, aber es gibt nicht viel, was man hätte machen können und der Reflektor steht. Direkt danach wird Palme gegen Kiesel ausgetauscht, der mit seiner hohen Verteidigung, der Resistenz gegen Walzer und dem Reflektor den Walzer aufhalten soll. Walzer trifft und hinterlässt kaum Schaden, gerade nachdem Egelsam einen Teil der KP geheilt hat. Ich entscheide mich für Kopfnuss, da es die treffsicherste Attacke ist, die Kiesel beherrscht und macht konstanten Schaden im Gegensatz zur Intensität. Miltank ist als erstes an der Reihe und der Walzer zieht mehr an Leben ab als erwartet. Den nächsten Walzer überlebt Kiesel nicht. Was machen? Ich überlege und schaue auf das Team. Ratte ist leider das einzige Pokémon, was keine Schlüsselrolle besetzt und was später nicht mehr so sehr zu gebrauchen ist. Schweren Herzens wechsle ich Ratte ein und warte auf das Unvermeidbare. Der Walzer kommt und ich mag gar nicht hinsehen. Das ultimative Opfer, damit seine Freunde weiterleben können. Doch so wie es aussieht, habe ich mich verzählt und das gegen Kiesel war der fünfte Walzer. Das ist jetzt ein wenig peinlich und die Stimmung zwischen Ratte und mir ist etwas angespannt. So muss sich Abraham wohl gefühlt haben, als er mit seinem Sohn vom Berg runtergegangen ist. Ratte ist schneller und besiegt die rosa Kuh mit einer Kopfnuss. Damit ist der dritte Orden gewonnen, das Band der Freundschaft zwischen mir und Ratte zerstört und es geht weiter nach Teak City. Auf dem Weg nach Teak City müssen wir durch den Nationalpark, wo wir ein Nidoran männlich treffen. Jackpot! Nicht nur, dass Nidoking eines meiner liebsten Pokémon ist, es ist auch verdammt stark auf der physischen Seite. In Generation 2 braucht es leider einige TMs, aber das ist es mir wert. Es wird Kaichu genannt und ersetzt Ratte im Team. Ich denke, es ist besser, wenn Ratte und ich uns eine Weile aus dem Weg gehen. Ein paar Trainer später entwickelt sich Kaichu auch direkt zu Nidorino weiter. Auf Route 36 fangen wir ein Fukano. Wäre Magby nicht aus dem Ei geschlüpft, wäre Akani direkt ins Team gekommen. So muss Doggo leider in die Box. In Teak City angekommen, werden direkt die Kimono Girls herausgefordert und wie immer weiß ich grundsätzlich nicht, welches Kimono Girl welches Pokémon einsetzt. Direkt im Anschluss geht es in die Turmruinen, wo wir ein Smogon fangen. Smogon in Generation 2 ist meines Erachtens nach okay. Sein Angriff ist solide und es hat eine gute physische Verteidigung, aber ohne seine Fähigkeit Schwebe fehlt ihm irgendwie doch etwas. Mit Matschbombe kann es recht guten Schaden anrichten und seine Coverage ist auch in Ordnung. Leider ist Gift in dieser Generation nicht so wichtig, also kommt Gasballon in die Box.
Hier muss auch gegen den Rivalen gekämpft werden, was ich aber überspringe, da dieser Kampf nicht der Rede wert ist. Kiesel bekommt aber genug Erfahrungspunkte und entwickelt sich weiter zu Georok. Dann wird es wohl Zeit, dass der vierte Orden sich zu den anderen drei gesellt. Der Arenaleiter Jens setzt auf die Gengar-Entwicklungslinie. Spukball ist in Generation 2 noch physisch, aber Gengar ist trotzdem schnell und trifft erstaunlich oft mit Hypnose. Aber ich habe eine narrensichere Strategie und dafür Geist gegen Fuchs ausgetauscht, der sich zu einem Kadabra weiterentwickelt hat. Der Kampf beginnt mit Fuchs gegen Nebulak. Direkt leite ich alles in die Wege und es klappt tadellos. Sobald der Kampf begonnen hat, erst auf A drücken, dann nach oben und dann viermal A in Folge. Klingt wie ein Cheatcode, ist aber reines Können und jahrelange Übung. Damit ist der vierte Arenaleiter besiegt und es geht weiter nach Anemonia City. Um nach Anemonia City zu gelangen, müssen wir zuerst nach Oliviana City. Auf dem Weg auf Route 38 begegnen wir einem Magnetilo. Magneton ist eines der Pokémon, die ich ehrlich gesagt nie benutzt habe. In dieser Generation hat es noch den Typ Stahl hinzubekommen, aber aktuell sehe ich ehrlich gesagt keinen Bedarf an einem Elektro-Pokémon und Magnet kommt in die Box. Ein kleines Stückchen weiter auf Route 39 fangen wir einen Tauros. Tauros ist eines der Pokémon, das auch sehr darunter gelitten hat, dass der Spezialwert in Angriff und Verteidigung aufgeteilt wurde. Nichtsdestotrotz ist es noch immer schnell und stark. Ein solides Backup-Pokémon und Stier kommt erstmal in die Box. Nachdem wir in Oliviana City angekommen sind, holen wir uns die Superangel. Mit dieser geht es direkt zurück nach Teak City, wo wir ein Quapsel fangen. Quappo ist auch eines der Pokémon, die ich irgendwie immer ignoriert habe. Seine Werte sind solide, genauso wie die Coverage. Allerdings lernt es in dieser Generation keine guten Kampfattacken, was es etwas trifft, aber ich finde, Kampf ist auch nichts, was man unbedingt braucht. Qualle ersetzt Fuchs, da ich ein Wasser-Pokémon besser gebrauchen kann und Fuchs nicht gut eingewechselt werden kann im Kampf. Da wir nun ein Wasser-Pokémon haben, das auch Surfer kann, können wir uns einen Mondstein holen, nachdem wir ein Rätsel gelöst haben. Den Stein nutzen wir auch direkt, um Kaiju zu Nidoking zu entwickeln. Und da wir schon auf halbem Weg da sind, machen wir noch einen Abstecher nach Dukatia City und lassen uns vom Bill ein Evoli geben. In der Kristalledition ist es leichter, an die Evolutionssteine zu kommen und somit kann Evoli später eine Lücke füllen, sollte ein Teammitglied sterben. Bis dahin kommt Katze in die Box. Zurück in Oliviana City kämpfen wir uns noch rasch durch den Leuchtturm, damit wir den geheimen Trank aus Anemonia City auch direkt mitnehmen können. Durch die Erfahrung entwickelt sich Kaulquappe zu Quapuzzi weiter und Lava zu Magma, womit es auch endlich genutzt werden darf. Nachdem wir mit Jasmin gesprochen haben, verlassen wir den Leuchtturm wie ein Mensch, der auch schon wie ein Irrer durch Dukatia City gelaufen ist. Auf dem Weg nach Anemonia City passiert nichts Großartiges und wir gehen direkt in die Arena. Taube und Palme werden das Ding schon schaukeln. Besonders Palme hat eine hohe physische Verteidigung, ist resistent gegenüber Kampfangriffen und kann sich zur Not mit Egelsamen heilen. Der Kampf beginnt mit Palme gegen Rasaf. Rasaf ist schneller und schiebt die 6 Eier an, wodurch die Verteidigung um eine Stufe sinkt. Nervig, aber zu verkraften. Palme bringt die Verteidigung aber wieder hoch mit einem Reflektor. Karateschlag trifft, aber Palme ist robust genug und er leidet nur 6 KP Schaden. Hypnose trifft und lässt den tobenden Affen einschlafen. Rasaf genießt das Nickerchen, während Palme ca. 3 Viertel an Schaden mit Konfusion anrichtet. Rasaf hingegen lässt sich davon nicht stören und schläft weiter, während eine letzte Konfusion es besiegt. Damit ist Quappo an der Reihe, was mit Hypnose und Wuchtschlag, 2 Angriffe, die eine recht niedrige Trefferwahrscheinlichkeit haben, doch irgendwie immer trifft und damit nervt. Erstaunlicherweise sind die 6 angeknackten Eier schneller als die durchtrainierte Kaulquappe, verfehlen aber leider mit Hypnose. Quappo sieht sich wohl gezwungen, Surfer einzusetzen, da unsere physische Verteidigung verhältnismäßig zu hoch ist. Egelsamen trifft und sorgt dafür, dass es eigentlich unmöglich ist, diesen Kampf zu verlieren. Wie gesagt, nur eigentlich, da Quappo natürlich mit Wuchtschlag trifft, was ordentlich Schaden anrichtet und Palme verwirrt. Um die geschwächte Verteidigung loszuwerden, wechsle ich auf Kaiju, da dieser gegenüber Kampfangriffen ebenfalls resistent ist, falls Quappo nochmal mit Wuchtschlag trifft. Kein Wuchtschlag, aber Quappo trifft natürlich mit Hypnose. Naja. Aber Kaiju sollte eh nicht im Kampf bleiben und Palme kann in einen Surfer eingewechselt werden. Noch schnell ein Reflektor aufgestellt und dann kann Quappo besiegt werden. Wenn es nicht zum zweiten Mal einen Wuchtschlag landen würde, der eine Genauigkeit von 50% hat und verwirrt. Also wird Palme gegen Taube eingewechselt, die einen Surfer eher schlecht als recht einsteckt, aber einen zweiten überlebt, dank der Egelsamen.
Quappo überlebt einen Windstoß mit einem Fitzel an Leben und schläfert Taube dann mit einer Hypnose ein. Ich sag ja, irgendwie schafft es Quappo immer mit diesen Angriffen zu treffen. Quappo, Meister der ungenauen Angriffe. Egelsam besiegt die große Kaulquappe und damit gehört der fünfte Orden uns. Nach dem fünften Orden machen wir nicht mit dem sechsten, sondern mit dem siebten weiter. Generation 2 ist da etwas komisch. Norberts stärkstes Pokémon, sein Keifel, ist auf Level 31 und Jasmins Stalos ist auf Level 35. Selbstredend holen wir natürlich noch den Geheimtrank und geben ihn direkt an Jasmin im Leuchtturm weiter, damit sie wieder in die Arena kommt. Danach müssen wir den Kram am See des Zorns machen und das Rocket-Geheimversteck leerräumen. Die größte Herausforderung hier ist es, nicht das Level-Cap von 31 zu überschreiten, aber meistens reicht es, ein Pokémon dafür zu nutzen, was man für Norbert und Jasmin nicht braucht. Norbert ist noch immer ein Arenaleiter, dessen Design ich nicht so ganz verstehe. Sein Yurop und sein Yugong beherrschen keinen einzigen Wasserangriff und Keifel ist quasi nutzlos, da sein Spezialangriffswert sehr niedrig ist. So ist selbst Blizzard keine Gefahr. Surfer für die Robben und Erdbeben für Keifel wären schon cool gewesen. Lava wird hier wohl für den Kampf ausreichen. Der Kampf beginnt mit Lava gegen Yurop. Wie bereits erwähnt, keines der Wasser-Pokémon beherrscht eine Wasserattacke, womit Lava keiner Gefahr ausgesetzt ist. Donnerschlag von Lava reicht leider nicht für den K.O. gegen Yurop. Eissturm macht so gut wie keinen Schaden, einzig der Speeddrop ist echt nervig. Ein weiterer Donnerschlag und die erste Robbe ist besiegt. Yugong wird danach in den Kampf geschickt und es ist echt bulky, womit es drei Donnerschläge brauchen könnte. Lava ist noch immer schneller als Yugong, trotz der reduzierten Geschwindigkeit und eröffnet den Kampf mit einem Irrschlag, der nicht verwirrt. Ich war der festen Überzeugung, dass Irrschlag immer verwirrt, aber eine kleine Recherche hat ergeben, dass es das eben nicht tut. Eine Kopfnuss von Yugong wird einfach weggesteckt. Donnerschlag von Lava bringt Yugong in den roten Bereich der KP und hätte ich als erstes einen Donnerschlag eingesetzt, wäre Yugong jetzt besiegt. Eine weitere Kopfnuss bringt Lava auf 40 KP und ein letzter Donnerschlag besiegt Yugong. Damit betritt Norberts Ass, sein Keifel, die Arena. Ich mag Keifel sehr und ich mochte es auch früher schon, allerdings hat es einfach ein so schlechtes Design, was halt die Werte und die Angriffe angeht, dass es mich einfach nur traurig stimmt. Ein Feuerschlag und Keifel ist besiegt. Damit gehört der siebte Orden als sechster Orden uns und es geht weiter nach Oliviana City, wo wir uns den sechsten Orden als unseren siebten Orden holen. Bevor es nach Oliviana City zu Jasmin geht, bekommen wir von dem angelnden Gentleman hier einen Wasserstein geschenkt. Dieser wird direkt genutzt, damit Kaulquappe sich zu einem Quappo entwickeln kann. Jasmin ist mit dem aktuellen Team eigentlich einfach zu besiegen. Lava hätte hier echt alleine durchlaufen können, aber ich mache es mir anscheinend gerne schwerer, als es eigentlich sein müsste. Der Kampf beginnt mit Kiesel gegen Magnetilo. Der Anfang des Kampfes ist in Ordnung, da Bodenangriffe gegen Magnetilo vierfach effektiv sind. Intensität Stufe 6 und Magnetilo ist besiegt. Danach wird Stalos Jasmins Ass in den Kampf geschickt. Einen Eisenschweif wird Kiesel auf jeden Fall überleben, aber ich weiß nicht, was meine Gedanken waren. Stalos hat eine verdammt hohe Verteidigung und würde selbst ein Erdbeben ohne Probleme überleben. Kiesel zeigt erstmal, dass es mit der Gesamtsituation unzufrieden ist und legt eine Intensität der Stärke 4 hin, was Stalos gefühlt einfach gar nicht juckt. Stalos schreit erstmal in die falsche Richtung und Kreideschrei verfehlt. Neue Runde, neues Glück und Kiesel strengt sich an. Intensität Stärke 9 bringt Stalos immerhin in den roten Bereich seiner KP. Eisenschweif trifft Kiesel und bringt ihn auf 31 KP. Um Stalos sicher zu besiegen, bräuchte Kiesel zwei Intensitäten der Stärke 8, was aber eher unwahrscheinlich ist. Jasmin wird Stalos jetzt auf jeden Fall heilen, womit wir einen freien Tausch haben. Damit man das auch mal in Aktion sieht, entscheide ich mich für Kaulquappe und Jasmin setzt einen Hypertrank ein, wie erwartet. Stalos hat zwar eine sehr gute Verteidigung, aber eine miserable Spezialverteidigung. Ein Surfer und die große Stahlschlange ist besiegt. Damit bleibt nur noch das letzte Magnetilo übrig. Magnetilo wird Donnerblitz einsetzen, wodurch ohne Probleme auf Kiesel gewechselt werden kann. Eine Intensität und der Kampf ist gewonnen. Zwar hat hier alles geklappt, aber Lava hätte das Ganze deutlich einfacher gestaltet. Mit dem sechsten Orden haben wir dann insgesamt sieben Orden und können nach Ebenholz City weiterziehen. Eigentlich müssten wir den Team Rocket Kram im Radioturm machen, den überspringe ich aber einfach. Dieser Abschnitt ist ehrlich gesagt nur nervig, nützt keinem etwas und die Kämpfe stellen keinerlei Gefahr dar. Stattdessen bekommen wir von dieser netten Dame einen Blattstein geschenkt, welcher direkt genutzt wird, um Palme zu Kokowai weiterzuentwickeln.
Durch das Erreichen des neuen Level Caps entwickelt sich auch Taube zu Taubos und es ist an der Zeit, dass sich Kiesel zu Geowatz weiterentwickelt. Das waren auch schon die aufregendsten Dinge und ich würde sagen, damit geht's ab in die Arena. Sandra ist auch in diesem Run eine Herausforderung, da sie einen paralysiert und ihr Cedra King schnell und stark ist. Kaulquappe besiegt hoffentlich die Dragonier und Palme sollte Cedra King eigentlich auskontern. Der Kampf beginnt mit Kaulquappe gegen Dragonier Nummer 1. Kaulquappe ist schneller als Dragonier und trifft mit Ice Heap, dieser reicht aber nicht für den K.O. trotz des ewigen Eises, was es trägt. Leider sind alle Eisangriffe in Generation 2 vom Typ speziell. Dragonier verfehlt mit einer Donnerwelle, da Gegner in Generation 2 eine Chance von 25% haben, mit Statusangriffen zu verfehlen. Noch ein Surfer und Dragonier Nummer 1 ist besiegt, womit Dragonier Nummer 2 die Arena betritt. Wenn der Ice Heap von Kaulquappe kein Low Roll war, wird der Kampf leider genauso ablaufen. Tja, wie man sieht, war es leider kein Low Roll und der Schaden, den Dragonier Nummer 2 nimmt, ist in etwa gleich hoch. Allerdings friert der Ice Heap Dragonier diesmal ein, was immer willkommen ist. Noch ein Body Slam und das Dragonier ist besiegt, womit der letzte Lindwurm den Kampf betritt. Also the same procedure as every year. Der Ice Heap lässt Dragonier mit wenig KP zurück. Diesmal trifft die Donnerwelle leider, was dazu führt, dass Dragonier noch einen weiteren Angriff bekommt. Feuer-Odem ist zu verkraften, aber Kaulquappe ist paralysiert und kann nicht angreifen. Super. Also steckt Kaulquappe noch einmal in Feuer-Odem ein und danach wird Dragonier von einem letzten Body Slam besiegt. Damit bleibt nur noch Sandras Cedra King. Ich überlege kurz, was ich machen soll, entscheide mich dann aber für Body Slam in der Hoffnung, Cedra King zu paralysieren. Cedra King ist logischerweise schneller als Kaulquappe und trifft mit einem Hyperstrahl. Der Schaden des Angriffs hält sich in Grenzen, da Hyperstrahl in Generation 2 noch ein physischer Angriff ist. Kaulquappe kann angreifen, der Body Slam trifft, aber leider paralysiert er nicht. Da Cedra King nach dem Hyperstrahl wieder aufladen muss, wäre ein Tausch auf Palme ideal gewesen. Aus einem Grund, den ich nicht mehr nachvollziehen kann, entscheide ich mich aber für einen weiteren Body Slam und werde direkt bestraft, da Kaulquappe nicht angreifen kann. Lektion hoffentlich gelernt und Palme wird eingewechselt. Palme wehrt einen Feuerodem ab, der zum Glück nicht paralysiert. Rauchwolke trifft ebenfalls nicht und ich glaube, das liegt daran, da es mit zu den Statusangriffen gehört und somit auch eine Chance hat, von 25% nicht zu treffen. Leider verfehlt auch Palme mit Schlafpuder. Cedra King versucht es erneut mit Rauchwolke, trifft aber wieder nicht. Im Gegenzug dazu schafft es aber Palme, Cedra King einzuschläfern. Das Seepferdchen schläft friedlich und Palme trifft mit Egelsamen. Damit sollte der Kampf gewonnen sein. Das Drachenseepferdchen schläft weiter und Palmes Konfusion und der Egelsamen bringen es in den roten Bereich, was Sandra veranlasst, einen Hypertrank einzusetzen. Konfusion bringt Cedra King knapp auf 50% des Lebens. Jetzt setzt Sandra einen Hyperheiler ein. Hätte ich eventuell früher gemacht. Konfusion lässt Cedra King mit einem Hauch von Leben zurück und verwirrt es. Leider besiegt es sich nicht selbst und trifft mit Hyperstrahl für moderaten Schaden. Egelsamen besiegt das Seeungeheuer letztendlich. Damit sind alle 8 Orden der Johto-Region gewonnen und das nächste Ziel ist die Top 4. Diesmal bin ich zuversichtlicher als beim letzten Mal. Als Level Cap habe ich diesmal 45 gewählt. Ich denke, so sollte es nicht so einfach sein, aber es sind noch immer 5 Level zwischen dem stärksten Pokémon von Siegfried und dem Level Cap. Das Team strotzt nur so vor Energie und kann es kaum erwarten. Als erstes ist da Kaiju das Nidoking. Sein physischer Angriff ist sehr stark und Step-Erdbeben ist einfach immer gut. Spukball ist in Generation 2 physisch wie alle Geistangriffe und damit ideal, um Psycho-Pokémon zu besiegen. Klar, Psycho-Angriffe sind gegen Kaiju ebenfalls sehr effektiv, aber es sollte schneller als die meisten Pokémon sein und hart genug zuschlagen. Das Item Giftstich habe ich ihm zu tragen gegeben, da ich dachte, Nidoking kann Matschbombe lernen, was es aber nicht kann, wieso auch immer. Wenn ich mir seinen Spezialangriff so anschaue, bin ich immer wieder überrascht, wie hoch der doch ist und im Nachhinein frage ich mich immer, warum ich ihm nicht auch noch Spezialangriffe beigebracht habe. Lava, das Magma. Zugegeben, klingt jetzt, wenn ich so höre, wie ein schlechter Wortwitz, war aber echt nicht so gedacht. Magma ist eines der Pokémon, was ich zum ersten Mal benutze und ich bin ehrlich gesagt begeistert. Es ist schnell, hat einen guten Spezialangriff und eine recht hohe Spezialverteidigung. Holzkohle verstärkt ihren Flammenwurf noch weiter und Donnerschlag gibt eine gute Coverage. Palme, das Kokowai. Auch ein Pokémon, das ich zum ersten Mal nutze. Sein Spezialangriff ist genial hoch, beide Verteidigungen mehr als ausreichend.
Palme ist der Supporter des Teams und hilft mit Schlafpuder, Egesam und Reflektor. Konfusion muss leider reichen, da Psychokinese noch zu weit weg ist, sowohl geografisch, da wir es erst in Kanto kriegen, als auch vom Level her. Kauquappe, das Quappo. Ehrlich gesagt vergesse ich immer, dass Quappo auch vom Typ Kampf ist, da es bis, ich glaube tatsächlich Generation 4, keinen guten Angriff dieses Typs erlernen kann. Von den Werten her finde ich es sehr ausgeglichen, wodurch es auch ohne Probleme die Wasser- und Eisangriffe nutzen kann, die leider nur vom Spezialangriff profitieren. Ausgerüstet mit dem ewigen Eis wird es Siegfrieds Drachen auf jeden Fall mit seinen Backpfeifen in die Knie zwingen. Kiesel, das Geowatz. Eine gute physische Verteidigung und ein starker Angriff. Erdbeben mit Step ist immer eine gute Sache und mit der Flinkklaue sollte es den ein oder anderen Gegner überraschen. Taube, das Taubos, rundet das Gesamtpaket ab. Es ist schnell und trifft recht stark. Leider habe ich es mal wieder nicht geschafft, die TM für Rückkehr zu holen. Für jedes Mitglied der Top 4 ist ein Pokémon im Team vertreten, das es auf jeden Fall besiegen kann. Und ich denke, wenn ich es mir nicht wieder schwerer als nötig mache, sollten wir der neue Champ werden. Willy mit seinem Psycho-Pokémon sollte dank Kaiju kein Problem darstellen. Das könnte natürlich auch nach hinten losgehen, da Kaiju gegenüber Psycho-Attacken anfällig ist. Durch seine Stärke und Geschwindigkeit sollte er allerdings die Oberhand gewinnen können. Der Kampf beginnt mit Kaiju gegen Xatu. Wie erwartet ist Kaiju schneller und ein Spukball reicht für den K.O. Durch die EP erreicht Kaiju Level 46 und besiegt Rosanna ebenfalls mit einem Spukball. Bleiben noch drei Pokémon übrig. Lamus wird als nächstes in den Kampf geschickt und wird wohl einen Spukball überleben. Zum Glück ist es nicht ganz so stark in der Offensive, oder zumindest hoffe ich das. Der Spukball kommt, trifft und zieht mehr als die Hälfte an KP ab. Zum Glück muss ich nicht herausfinden, ob Lamus stark in der Offensive ist, da es nur einen Fluch einsetzt. Ein weiterer Spukball besiegt das rosa Nilpferd. Damit ist Xatu Nummer 2 als nächstes an der Reihe. Kaiju ist auch hier schneller, aber der Spukball lässt Xatu mit einem Fitzelchen an Leben zurück. Der Totemvogel reinvolgiert sich mit einem Konfusstrahl, wodurch Kaiju dann ausgewechselt werden muss. Sich selbst verletzen und eine Psychokinese würde es wohl nicht überleben. Also muss Palme ran, die resistent gegenüber Psychoangriffen ist und eine Psychokinese einfach wegsteckt. Oder zumindest würde sie eine Psychokinese wegstecken, wenn Willy nicht einen Toptrank einsetzen würde. Immerhin ein freier Tausch. Xatu ist schneller und verwirrt Palme ebenfalls. Durch die Verwirrung kommt Palme durch, verfehlt dann aber mit einem Schlafpuder. Xatu setzt dann eine Psychokinese ein, die 22 KP Schaden anrichtet. Palme ist nicht mehr verwirrt und trifft mit Egelsamen, wodurch Palme länger im Kampf bleiben kann und hoffentlich mit einem Schlafpuder trifft. Die nächste Psychokinese von Xatu richtet schon mehr Schaden an, aber Palme trifft auch diesmal mit einem Schlafpuder. Was ich hier jetzt mache, ist nicht nur riskant, sondern auch einfach unnötig. Durch Egelsamen braucht Kaiju nur noch einen Spukball, um Xatu zu besiegen, aber dafür muss Xatu halt weiterschlafen. Lava wäre hier die bessere Wahl gewesen, da es vom Psychokinese nicht für Schwäche getroffen wird, eine hohe Spezialverteidigung hat und Donnerschlag kann. Hinterher weiß man immer mehr und ich wechsle hier auf Kaiju und zum Glück schläft Xatu weiter. Spukball reicht jetzt für den K.O. und damit bleibt nur noch Kokowai übrig. Kokowai hat, wie wir ja durch unsere eigene Palme wissen, eine gute physische Verteidigung und überlebt einen Spukball. Da es aber nur Egesamen einsetzt, wird es von einem letzten Spukball besiegt und damit ist das erste Mitglied der Top 4 auch besiegt. Als nächstes ist Koga an der Reihe. Wir haben Lava, Kaiju und Kiesel. Hier kann doch nichts schief gehen, oder? Der Kampf beginnt mit Palme gegen Ariados. Palme ist schneller als der kleine Krabbler und dank ihres guten Spezialangriffswerts und dem Step auf Konfusion reicht diese für einen K.O. Omot wird als nächstes in den Kampf geschickt und es läuft ab wie in der ersten Runde. Als drittes ist Frostelka an der Reihe. Ich denke, mit der Hilfe von Egelsamen und durch die schlechte Spezialverteidigung von Frostelka hätte ich mit Palme einfach im Kampf bleiben können. Ich wechsle jedoch Lava ein, da Frostelka eine Vielfachschwäche gegenüber Feuer hat. Dank Stachler ist es auch ein freier Tausch. Ein Flammenwurf und der Stahlkäfer ist besiegt und macht Platz für Slimog. Lavas Flammenwurf trifft und lässt Slimog im roten Bereich der KP zurück. Das war tatsächlich ein kritischer Treffer und ich bin mal wieder überrascht, wie gut die Verteidigungen von Slimog sind. Slimog entscheidet sich dazu zu nerven und setzt Komprimator ein. Nach dem Einsatz einer solchen Attacke gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder es wird trotzdem getroffen oder der eine Komprimator reicht aus, um allen Angriffen auszuweichen. Ratet mal, was hier der Fall ist.
Ein weiterer Treffer würde ausreichen, doch Donnerschlag geht daneben. Slimog kontert mit einer Matschbombe, die obendrein auch noch vergiftet. Allerdings muss man hier sagen, auch ohne die Vergiftung hätte Lava ausgewechselt werden müssen. Kiesel ist hier der ideale Kandidat für einen Tausch. Da Gift in Generation 2 ausschließlich physisch ist und Kiesel eine hohe physische Verteidigung hat und auch noch eine Resistenz gegenüber Giftangriffen, sollte es Slimogs Angriffen lange genug standhalten, um es zu besiegen. Stachler verursacht beim Eintausch Schaden und Matschbombe trifft für ganze 8 KP. Eine Stärke würde ausreichen, doch auch diese verfehlt. Super. Slimog setzt Toxin ein und trifft natürlich. Das ist mehr als nur böse. Ich kann zwar auswechseln, wodurch es nur noch eine normale Vergiftung ist, aber der Schaden durch Stachler und das Gift würde schnell zu viel werden. Also hat Kiesel noch ein paar Runden Zeit, um seinen Gegner hoffentlich zu besiegen. Die nächste Stärke verfehlt natürlich erneut. Kennt ihr diese irrationalen Gedanken, die man hier manchmal hat, dass Erdbeben mit Sicherheit getroffen hätte, weil die Erde dann überall bebt, ungeachtet der Tatsache, dass Stärke und Erdbeben beide eine Genauigkeit von 100% haben? Der Schaden von Toxiden wird langsam immer mehr und Matschbombe macht, naja, so gut wie gar nichts. Den Tausch von Kiesel auf Kaulquappe kann ich ehrlich gesagt nicht mehr nachvollziehen. Kiesel hätte eigentlich noch 2 Runden im Kampf bleiben können. Kaulquappe bekommt Schaden von den Stachlern und Matschbombe. Wenn ich unbedingt tauschen wollte, wäre Kaiju eine deutlich bessere Wahl gewesen, da es vielfach resistent gegen Gift ist und nicht vergiftet werden kann. Aber hey, wieso einfach, wenn man sie schwer machen kann? Matschbombe trifft, aber Kaulquappe bleibt von einer Vergiftung verschont und kann auch einen kritischen Treffer überleben, wie es aussieht. Surfer verfehlt sein Ziel und nach der nächsten Matschbombe muss auch Kaulquappe ausgewechselt werden. Auf Kaiju? Gott bewahre! Durch den Schaden von Stachler und den Gift muss es bald wieder ausgewechselt werden. Matschbombe ignorieren wir hier einfach. Erdbeben trifft das Ziel nicht und Kiesel muss ausgewechselt werden. Welch Überraschung! Wird es Kaiju sein? Natürlich nicht. Es wird Taube eingewechselt, die wenigstens keinen Schaden durch die Stachler erleidet. Clever, nicht wahr? Matschbombe trifft, macht moderaten Schaden und vergiftet natürlich. Ein kritischer Treffer von Slimog gegen Taube könnte ihr Ende bedeuten, doch Taube schafft das Unmögliche. Sie trifft den verkleinerten Schlammhaufen mit einem Flügelschlag und rettet somit den gesamten Run. X-Bart, Kogas letztes Pokémon, betritt die Arena. Es ist schneller als Taube und setzt Doppelteam ein. Hoffentlich läuft das diesmal besser. Immerhin trifft Taube mit einem weiteren Flügelschlag. Ich möchte hier kein Risiko eingehen und wechsle Taube aus. Habe ich dazugelernt? Mit Sicherheit nicht, aber Kaiju ist das einzige Pokémon, das ich noch einwechseln kann. Stachler und Flügelschlag bringen Kaiju auf 99 KP. X-Bart ist schneller und setzt einen weiteren Flügelschlag ein. Kaiju verfehlt mit einer Stärke und darauf folgt ein weiteres Doppelteam und ich sehe den Kampf schon als verloren. Doch Kaiju lässt den Funken der Hoffnung in mit seinem Feuer auflodern. Stärke trifft diesmal, besiegt X-Bart zwar nicht, aber lässt ihn so viel KP, dass Koga keine Top-Genesung einsetzen wird. Ein weiterer Flügelschlag prallt auf Kaiju ein und langsam sieht es eng aus, aber Kaiju besiegt die fiese Fledermaus mit einer weiteren Stärke. Schwieriger als gedacht, aber damit ist das zweite Mitglied der Top 4 besiegt und es geht weiter zu Bruno. Bruno hat diesmal absolut keine Chance. Palmer hat von Natur aus eine gute Verteidigung und kann noch mit einem Reflektor einen oben drauf setzen. Der Kampf beginnt mit Palme gegen Capoeira. Da es in der ersten Runde oft Scanner einsetzt, kann Palme ohne weiteres einen Reflektor aufstellen. Naja, diesmal gräbt Capoeira sich ein. Im Nachhinein weiß ich hätte Palme im Kampf lassen sollen. So wechsle ich auf Taube, da es gegen Schaufler immun ist. Daraufhin kommt ein Ruckzuckhieb, der 8 KP Schaden anrichtet. Der Reflektor lohnt sich also. Flügelschlag verfehlt ganz knapp den K.O. In der Hoffnung, dass Bruno seine Top-Genesung hier einsetzt, lasse ich Taube einen weiteren Flügelschlag einsetzen. Bruno entscheidet sich aber anscheinend gegen die Top-Genesung und gibt den Befehl für einen weiteren Ruckzuckhieb. Danach ist Capoeira besiegt und Bruno schickt Onix in den Kampf. Onix wird Steinhagel einsetzen, wogegen Kaulquappe mit seinem Kampftyp resistent ist. Allerdings denke ich diesmal ein wenig weiter und entscheide mich dafür, dass Palme die bessere Wahl ist, da jedes weitere Kampf-Pokémon von Bruno dadurch ausgestochen wird. Der erwartete Steinhagel macht fast keinen Schaden und Onix wird dank seiner schlechten Spezialverteidigung durch eine Konfusion besiegt.
Nocturne ist als nächstes an der Reihe. Das einzige, womit es nerven könnte, wenn die Elementarhiebe eine Statusveränderung herbeirufen. Überraschenderweise ist Palme sogar schneller als Nocturne, verpasst aber den K.O. knapp mit der Konfusion. Feuerhieb, da es in Generation 2 Spezialangriff nutzt und nicht den physischen Angriff, macht so gut wie nichts und Nocturne wird von einer weiteren Konfusion besiegt. Kikli nimmt seinen Platz ein. Eine Konfusion verpasst auch hier knapp den K.O. Turmkick verfehlt und am Rückstoßschaden sieht man, wie wenig Schaden der Angriff allgemein angerichtet hätte. Noch eine Konfusion und Bruno hat nur noch seinen Machomai, was er in den Kampf schickt. Dieses wird mit Sicherheit eine Konfusion überleben, aber um Palme mache ich mir keine Sorgen. Wieder erwarten ist Palme tatsächlich schneller als dieses vierarmige Monster auf Steroiden und schwächt es mit Konfusion. Breit ein Steinhagel an Palme ab und eine letzte Konfusion besiegt Machomai und damit auch Bruno. Weiter geht es zu Melanie. Melanies Hundemon, was schlechte Erinnerungen an den letzten Run bringt, wird diesmal von Kaulquappe gekontert. Es ist resistent gegenüber Feuer und auch Unlichtangriffen. Der Rest ihres Teams wird weiterhin keine Probleme bereiten. Der Kampf beginnt mit Kaiju gegen Nachtara. Kaiju ist schneller und setzt Doppelkick ein. Tatsächlich wäre Erdbeben die bessere Wahl gewesen, da der Schaden so mit Step auf 150 steigt. Nachtara setzt Sandwirbel ein, doch Kaiju lässt sich davon nicht beeindrucken und besiegt Nachtara mit zwei weiteren Tritten. Giflor wird als nächstes eingesetzt. Da mir der Verlust der Genauigkeit durch den Sandwirbel doch ein zu hohes Risiko ist, wechsle ich auf Lava in eine Ladung Stachelsporen, die zum Glück verfehlt. Ein Flammenwurf röstet den Pilz. Danach wird Gengar in den Kampf geschickt mit einem unglaublich schlechten Moveset. Daraufhin wird Taube eingewechselt, da Gengar Taube nur mit Fluch treffen kann, was es auch tut. In Generation 2 verursacht Fluch in der ersten Runde, nachdem es eingesetzt wurde, keinen Schaden. Taube ist schneller als Gengar und besiegt es mit einem Flügelschlag, wodurch es ebenfalls keinen Schaden durch Fluch erleidet. Als nächstes wird Kramhuks in den Kampf geschickt und auch wenn es keine Gefahr ist, möchte ich den Fluch doch gerne loswerden und tausche Taube gegen Kiesel. Finte trifft und richtet doch mehr Schaden an, als ich gedacht hätte. Da Kiesel langsamer ist, bekommt es noch eine Finte ab. Der Schaden fängt an sich zu summieren, aber ein Steinwurf besiegt den Hexenvogel. Danach bleibt nur noch Hundemon und diesmal würde es mich kein Pokémon kosten. Kaulquappe wird eingewechselt, da es allen Angriffen von Hundemon resistent gegenüber ist und wehrt einen Knirscher ohne Probleme ab. Der Hund ist schneller und lässt einen schwachen Flammenwurf ab. Überraschenderweise reicht ein Surfer nicht für den K.O. aus, was aber egal ist. Melanie setzt einen Top-Trank ein, aber ein Surfer und ein Bodyslam besiegen das vierte und letzte Mitglied der Top 4. Damit bleibt nur noch der Champion Siegfried. Da wir diesmal ein volles Team haben, wird Siegfried kein Problem sein. Kaulquappe kann jedes Pokémon von Siegfried besiegen, beziehungsweise mit Leichtigkeit besiegen, mit Ausnahme von Garados. Der Kampf beginnt mit Palme gegen Garados. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie Palme das macht, aber Palme ist auch schneller als der große Shrimp hier und trifft mit Egelsam, während das Seeungeheuer es regnen lässt. Eventuell hätte auch Lava mit einem Donnerschlag hier ausgereicht. Palme verfehlt mit Schlafpuder und Garados trifft mit einem Dreschflegel, der nach Egelsam keinen Schaden angerichtet hat. Das nächste Schlafpuder trifft und lässt den Leviathan aus der Tiefe schlafen, wodurch Palme einen Reflektor aufstellen kann. Garados hingegen wacht auf und setzt einen laschen Surfer ein. Da ich noch einen Surfer erwarte, wechsle ich auf Kaulquappe. Garados setzt allerdings keinen Surfer, sondern Dreschflegel ein, was Kaulquappe mit vollem KP zurücklässt. Unsere Kaulquappe auf Steroiden ist schneller, aber ein Bodyslam reicht nicht für den K.O., womit Garados noch zu einem letzten Hyperstrahl ansetzt, der dank Reflektor geschwächt wird. Egelsam besiegt Garados und stellt noch ein paar KP wieder her. Damit können die restlichen Pokémon von Siegfried kommen. Dragoran Nummer 1 ist an der Reihe, aber ein vierfach effektiver Eishieb besiegt den Drachen. Das gleiche Schicksal widerfährt auch dem zweiten Dragoran. Der Reflektor verschwindet und Aerodactyl wird in den Kampf geschickt. Ein Surfer wird ausreichen, um den Flugsaurier zu besiegen, aber dieser ist schneller. Als der Flügelschlag Kaulquappe trifft, wird mir wieder klar, dass Quappo auch vom Typ Kampf ist. Das hätte echt böse enden können. Glurak wird als nächstes in den Kampf geschickt. Ich bin nicht sicher, ob Kaulquappe schneller ist, möchte aber kein Risiko eingehen.
Kiesel wird eingewechselt, der einen Flügelschlag einsteckt und die fliegende Feuerechse mit einem Steinwurf besiegen wird. Glurak ist selbstverständlich schneller und verbrennt Kiesel mit einem Flammenwurf, womit Steinwurf nicht mehr für den K.O. ausreicht. Kiesel würde noch einen weiteren Flammenwurf überleben, was aber egal ist, da die Flingklaue sich aktiviert und Kiesel Glurak mit einer Stärke besiegt. Damit bleibt nur noch Siegfrieds letztes und stärkstes Dragoran. Kiesel wird gegen Palme ausgetauscht. Wutanfall macht mehr Schaden als gedacht, wodurch Palme eventuell besiegt wird, aber mir bleibt keine Wahl. Der zweite Wutanfall lässt Palme mit 25 KP zurück und Schlafbruder trifft. Sauber. Egelsam und der Kampf ist so gut wie gewonnen, doch Siegfried setzt eine Top-Genesung ein, womit Dragoran nicht mehr schläft. Egelsam trifft, aber Palme muss ausgewechselt werden. Ich entscheide mich für Lava, die einen Wutanfall eher schlecht als recht einsteckt. Mit der Hilfe von Egelsam überlebt sie einen weiteren Wutanfall. In der Hoffnung, Dragoran zu verwirren, setzt Lava Irrschlag ein, was aber nicht funktioniert. Wutanfall lässt Lava knapp am Leben und damit muss sie ausgetauscht werden. Ich entscheide mich für Kaiju, in den ich all meine Hoffnung lege. Dragoran ist durch den Wutanfall verwirrt und verletzt sich selbst. Da Kaiju einen Angriff überleben wird, ist der Kampf hier gewonnen. Stärke reicht nicht für den K.O., aber Dragoran hilft uns aus und besiegt sich selbst. Damit ist der Champion der Top 4 besiegt und der Weg nach Kanto frei. Ich muss sagen, der Run war bis hierher echt spaßiger als der vorherige und ich bin froh, dass es ohne einen Tod bis jetzt geklappt hat. Die Auswahl der Pokémon ist echt gut und ich bin froh, dass ich einige Pokémon im Team habe, die ich sonst eigentlich nicht benutze. Dann wollen wir mal nach Kanto. Wie auch beim letzten Mal überspringe ich die Arenen in Kanto. Außer Blau ist keiner von denen eine Herausforderung. Ansonsten passiert auch nicht viel, außer dass ich Taube gegen Drache das Dratini austausche. Die wohl letzte Begegnung des Spiels ist vor der Dicta-Höhle, wo wir ein Relaxo fangen. Relaxo ist in meinen Augen ein verdammt cooles Pokémon, was man in diesem Spiel aber leider viel zu spät bekommt. Gefangen und Bär genannt kommt es in die Box. Widmen wir uns also Blau, dem 16. Arena-Leiter. Was ich an ihm so mag, abgesehen davon, dass er Pokémon auf einem hohen Level hat, dass sein Team nicht nur aus einem Typ besteht. Das macht es ein wenig schwieriger, auf seine Pokémon zu reagieren. Der Kampf beginnt mit Kiesel gegen Tauboss. Durch die hohe Verteidigung und die Resistenz hat Tauboss absolut keine Chance gegen Kiesel. Die Flinkklaue aktiviert sich und Kiesel bewirft die Taube mit Steinen, was nicht für den K.O. reicht. Blau sieht wohl selber ein, dass Tauboss nichts gegen Kiesel ausrichten kann und lässt es Wirbelwind einsetzen. Wirbelwind bringt Kaiju in den Kampf und eine Stärke besiegt Tauboss. Blau schickt danach seinen Simsala in den Kampf. Ich bin zuversichtlich und der Meinung, dass Kaiju schneller ist. Ein Spukball wird mehr als genug sein, um Simsala zu besiegen. Doch Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall und Simsala ist schneller und trifft Kaiju mit einer Psychokinese. Die KP fallen und fallen und bleiben bei Gott sei Dank 12 KP stehen. Ein Nidoking hat mich halt noch nie enttäuscht. Die Wahrscheinlichkeit, diesen Angriff zu überleben, könnt ihr mich gerne in den Kommentaren wissen lassen. Spukball besiegt den Fuchs und macht Platz für Gyarados. Es wäre super, hier Lava einsetzen zu können, da es Donnerschlag kann. Gyarados wird aber sehr wahrscheinlich einen Wasserangriff nutzen und es würde das Eintauschen von Lava deutlich erschweren. Damit fällt die Wahl auf Palme. Palme wird ein wenig von Hydropumpe gewässert und ist tatsächlich schneller als Gyarados. Ich glaube, manche Statuswerte von Pokémon kenne ich einfach nicht und unterschätze sie einfach aufgrund des Erscheinungsbilds des Pokémon. Egelsam trifft und Gyarados setzt Regentanz ein. Psychokinese von Palme ist nicht genug für den K.O. und Gyarados Hydropumpe macht trotz des Regens gefühlt nicht mehr an Schaden. Blau heilt sein Gyarados daraufhin mit einer Top-Genesung, was Palme dank Egelsam auch heilt. Zwei Psychokinesen später und das Seeungeheuer ist besiegt. Um Palme zu besiegen, schickt Blau nicht sein Arcani, sondern sein Kokova in den Kampf. Okay. Lava wird eingewechselt und von Egelsam getroffen, was egal ist, da Kokowai von einem Flammenwurf besiegt wird. Blau schickt Rizoros in den Kampf, was sich um Lava kümmern soll, also wechsle ich auf Kaulquappe. Erdbeben von Rizoros macht moderaten Schaden und ich bin von Quappos Verteidigung positiv überrascht. Ein Surfer besiegt das Rhinoceros und damit bleibt nur noch Blaus Arcani. Kaulquappe kann also direkt im Kampf bleiben. Arcani greift mit Turbotempo an und wird dann von einem Surfer getroffen, welcher nicht für den K.O. reicht. Blau setzt seine zweite Top-Genesung ein und heilt seinen Hund damit.
Kaulquappe wird es zu viel und erzielt mit Surferin Hyrule, der Akani besiegt. Damit ist Blau besiegt, der 16. Orden in der Tasche und der Weg zu Rot frei. Wie immer bin ich der Meinung, um Rot zu erreichen, braucht man Kaskade. Das war auch der Grund, wieso ich Taube gegen Drache ausgetauscht habe und wieder stelle ich fest, ich brauche Kaskade überhaupt nicht. Naja, Rot selbst wird wieder kein Problem sein. In der zweiten Generation sind seine Pokémon leicht zu kontern und das einzige, was etwas schwieriger ist, ist die Pokémon auf das Level Cap zu bringen, da das deutlich höher ist als der Rest des Spiels. Auch wenn Pikachu sein vom Level her stärkstes Pokémon ist, entscheide ich mich dazu, das Level Cap auf 77 zu setzen, da es das Durchschnittslevel seiner Pokémon ist. Der Kampf beginnt mit Kiesel gegen Pikachu. Der kleine gelbe Knubbel möchte Kiesel mit seinem Charme bezirzen, trifft damit aber auf Granit. Ein Erdbeben und der erste K.O. des Kampfes ist erzielt. Rot setzt sein Psyana ein, was mich ehrlich gesagt wundert, da ich eher mit Turtok gerechnet habe, aber was soll's. Kiesel wird gegen Palme getauscht und Psyana setzt Reflektor ein. Die Katze ist schneller als der Baum und setzt Psychokinese ein, was die Spezialverteidigung zum Glück nicht verringert. Das Schlafpuder von Palme trifft und die Katze macht ein Schläfchen. Psyana schläft weiter und Palme verfehlt mit Egelsamen. Also das gleiche nochmal. Diesmal wacht Psyana auf, Psychokinese verringert noch immer nicht die Spezialverteidigung von Palme und Egelsamen trifft. Eine weitere Psychokinese ohne Verringerung der Verteidigung folgt und Palme schläft auf Psyana mit einem weiteren Schlafpuder ein. Die rosa Katze schläft weiter und Palmes Psychokinese richtet ordentlich Schaden an. Psyana schläft eine weitere Runde und die Kombination aus Psychokinese und Egelsamen reicht für den K.O. Glurak wird als nächstes in den Kampf geschickt und Palme muss ausgewechselt werden. Kaulquappe wird eingewechselt und steckt den Flammenwurf einfach weg. Glurak ist schneller und setzt Feuerwirbel ein. Okay, muss Rot wissen. Surfer reicht nicht aus und lässt Glurak mit einem Fitzelchen an Leben zurück. Ein Flügelschlag von Glurak erinnert mich daran, dass ich wieder vergessen habe, dass Quappo auch vom Typ Kampf ist. Zum Glück werde ich nicht zu hart bestraft, da Glurak keinen besonders hohen Angriff hat und Kaulquappe bleibt standhaft. Noch ein letzter Surfer und Glurak ist besiegt. Bisaflor wird in den Kampf geschickt und Kaulquappe gegen Lava getauscht. Dieser Tausch ist frei, da Bisaflor nur Licht absorbiert. Lava ist schneller als die Kröte und besiegt Bisaflor mit einem Flammenwurf. Turtok ist als nächstes von Roths Pokémon an der Reihe und könnte tatsächlich ein Problem darstellen. Kaulquappe ist doch sehr angeschlagen und Palme kann vom Blizzard ausgenockt werden. Kaiju und Kiesel sind beide verwundbar durch Wasserangriffe und auch Drache hält keinen Blizzard aus. Lava kann durch seine relativ hohe Spezialverteidigung eventuell einen Surfer überleben und muss halt im schlimmsten Fall geopfert werden, auch wenn es mir schwerfällt. Donnerschlag trifft und zieht nicht ganz 50% der KP ab. Der Moment der Wahrheit kommt, doch Turtok setzt Regentanz ein, wunderbar. Da Lava schneller ist, setzt es Sonntag ein, was die Stärke von Wasserangriffen verringert. Surfer kommt und macht ca. ein Viertel an Schaden. Lava gibt alles und erzielt mit einem letzten Donnerschlag einen Highroll und besiegt Turtok. Dann bleibt nur noch Rots Relaxo. Diesmal habe ich keinen Walzer und kein Toxin im Team, aber Egelsamen. Dazu wird Palme eingewechselt in eine Amnesie. Egelsamen trifft den Tagträumer, welcher sich mit einem Bodyslam revanchiert. Danach wird auf Kiesel gewechselt. Durch die Resistenz, Kiesels hohe Verteidigung und Egelsamen schafft es Relaxo nicht, Kiesel zu besiegen. Der Bodyslam paralysiert zwar und Relaxo setzt Erholung ein, aber nach einiger Zeit besiegen zwei Erdbeben das letzte Pokémon von Rot und der Run ist damit gewonnen und das sogar ohne einen Toten. Dieser Run hat mir eine Menge Spaß bereitet. Viele Pokémon, die ich sonst nie genutzt habe und viele meiner Lieblings-Pokémon waren dabei. Klar gibt es hier noch immer logischerweise die Probleme der zweiten Generation wie die flache Levelkurve, der Kram mit Team Rocket und. Zusätzlich bin ich stolz, dass diesmal keines meiner Pokémon gestorben ist, auch wenn es, naja, sind wir ehrlich, wahrscheinlich mehr Glück als Können war. Das ist das vierte Video und damit das letzte, was im Abstand von einer Woche erscheint. Die nächsten Videos erscheinen dann im Abstand von 2 Wochen. Damit verbunden sind auch einige Fragen, die ich gerne von euch beantwortet haben würde. Mein Plan ist es, mich durch die Generationen hochzuspielen und nach Möglichkeit immer eine Nuzlocke der jeweiligen Generation zu machen. Wäre es für euch dann zu langweilig, noch eine zusätzliche Nuzlocke in der jeweiligen Generation zu machen, halt irgendwie anders, andere Teams, Typen Nuzlocke oder sonst irgendetwas,
Oder wäre das dann zu eintönig? Dann direkt noch eine Frage zu Heart Gold und Soul Silver. Meine ursprüngliche Idee war es, diesen und den letzten Run in den Remakes zu wiederholen, um zu sehen, wie sich die Neuerungen der Spiele auf das Erlebnis auswirken. Würde euch dann ein Run interessieren, wo ich dann die gleichen Pokémon nutze? So wäre es halt ein guter Vergleich, oder soll ich doch einfach nur dann jeweils Pokémon der ersten und zweiten Generation nutzen? Das Problem oder das Hindernis, was ich dann zumindest gedanklich habe, war halt, wenn ich andere Pokémon benutze, wie zum Beispiel anstelle von Tornupto würde ich halt Impagato auswählen, was dann aber kein direkter Vergleich ist. Zusätzlich werden auch keine Attacken berücksichtigt, die Pokémon halt nicht mehr lernen können. Wie halt zum Beispiel Tornupto kann halt in Generation 2 Donnerschlag lernen, das kann es halt in Generation 4 dann nicht mehr. Da bliebe auch noch die Möglichkeit offen, eine normale Nuzlocke zu machen, was dann aber dreimal das gleiche Spiel ist. Eventuell wäre das ja auch möglich, wenn man genügend Abstand zwischen den Runs macht, also nicht dann direkt alle drei hintereinander. Aber das müsst ihr mir sagen. Ansonsten bin ich natürlich immer offen für Vorschläge. Themen wie zum Beispiel nur Fossilien, Monotyp-Challenges oder was euch sonst noch einfällt. Zwangsläufig müssen es auch nicht unbedingt nur Nuzlocke sein, wenn ihr da noch andere Ideen habt. Ich würde sagen, damit machen wir hier einen Cut und starten das nächste Mal mit Pokémon Saphir. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!